Hallo ihr Lieben. Milei macht jetzt essbaren Schleim und zwar aus Marshmallows und Nutella. Haben einige Kanäle schon gemacht. Milei hat es gesehen und wollte es nachmachen und schauen, ob es bei ihr auch funktioniert. Viel Spaß. Hallo Baba. Hallo Marsmensch. Da gehören jetzt die Marshmallows rein in die Sch Alle? ja. Die halbe Packung haben wir ja eh schon weggefuttert die letzte Zeit. Das kommt jetzt nicht in den Mund, sondern da rein. Tschüss, Marshmallows. So, jetzt brauchen wir 900 Watt für eine Minute. Und Start. Ich guck Schauen zu. wir mal, wir gucken sowieso zu. Irgendwann müssen die dann schmelzen. Dann wird's so wie Nutella, also ich dieses Slime. 15, 14, 13, 12, Ah, jetzt, 11, jetzt 10, werden sie weich. 9, Oh, die gehen auf, seht ihr? Der Haufen wird 6, 5, größer. 4, 3, 2, 1. Reicht das schon? Schleim! Oh ja, ich glaube schon. Dann rühr mal kräftig durch. Ja, schaut schon mal ganz gut aus. Da durfte ich nicht mit den Fingern rein, es ist ziemlich heiß jetzt. Hey, das ist voll cool. Sind auch alle geschmolzen? Hier. Ja, ich glaube schon. Also, dann rühr mal gut und dann kommt Nutella rein. Dann nimm mal einen zweiten Löffel dann. Ah ja, wird schon. Wird schon, wird schon, wird schon. Damit könnte man gut Sahne pranken. Was? Sahne pranken? Ja, Leute, mit Sahne Ach, du meinst pranken. so Sahne vortäuschen? Ja, Und dann dann isst seine und kriegt einen Zuckerschock. Ja. Alles? Jo. Ist eh nicht mehr. Nicht mal mehr halb voll, glaube ich. Da gibt's nichts mehr. So, und jetzt heißt es rühren, rühren. Wird so wie schleimfest. Sieht doch schon mal ganz gut aus, wie so eine Schokosahne. Oh, das ist voll hart. Ich würde jetzt reinlangen, wie es wäre Schleim. Ich halte mal kurz, das ist nämlich ziemlich zäh. Was ist das? Ob ich jetzt solche vom Rand weggeht. Was haben wir uns da wieder angetan, Mene? Backpulver in die Hände, das ist ein Tipp von der Bibi. Bibi. Damit es nicht so an den Fingern klebt. Tu es mal ein bisschen verreiben. Und dann greife richtig rein und knete. Ich will nicht kneten. Warm. Heiß ist. Ich will essen. Jetzt heißt es kneten. Voll, Knete, knete, knete. voll warm und heiß und voll der Glitzerschleim. Ja. Alter, mein Finger schaut auch gut aus. Jetzt wird es viel cooler zum Kneten. Ne? Es fühlt sich an wie ganz normaler Schleim, aber es ist viel poppiger. Das ist voll eklig. Und er wird immer fester, finde ich. Okay, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break. Wir kneten jetzt erstmal eine Zeit lang. Ich will euch ja nicht 5 Minuten beim Kneten zuschauen lassen und zeigen euch dann, wenn er fertig ist. Milei klebt immer noch am Schleim. Warum kleb ich und nicht du? Oh. Schau
Schaut mal, wie ich ausschaue. Millet macht Schleim und ich schaue aus wie ein Bäcker hier. Aber meine Hände kleben nicht so, weil ich am Anfang nicht reingefasst habe. Bei mir ist er eigentlich schon. Schaut mal. Immer alles muss bei dir sein. Es war ein Nutella-Schleim. Soll ich mal probieren, Millet? Millet hat schon probiert. Schmeckt blöd. Sind voll eklig. Voll süß erstens und voll wie ein Kaugummi. Wie Mauern. Schmeckt wie Nutella Mauern. Also, naja. Aber man kann ja pranken. So sagen, ich esse da mal Schleim. Ich esse Knetmasse. Das ist er. Der Nutella-Schleim. Jetzt klebt er wieder ein bisschen. Bei dir? Aber man kann ihn schon abziehen dann. Hilfe! Ich glaube, Millet kämpft noch mit der Schüssel. Also meine Lieben, wir haben Nutella-Schleim gemacht. Klebt schon wieder an den Fingern bei mir gerade. Muss ich jetzt mal erstmal wegkriegen. Millet, bist du jetzt zufrieden? Nö. Meiner klebt. Der klebt immer noch mehr. Komisch, wenn das warm wird an den Händen, glaube ich, dann klebt er wieder mehr. Wenn man immer in Bewegung hält, dann geht's. Mist, jetzt muss ich den wegfuttern. Okay, meine Lieben, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.